is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Seid auch ihr bereit. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Angenommen, Christus erschiene heute in den Wolken des Himmels. Wer wäre bereit, ihm zu begegnen? Angenommen, wir würden in das Himmelreich genommen. Wären wir darauf vorbereitet, so wie wir jetzt sind, mit den Heiligen Gottes vereint zu werden, mit der Königsfamilie, mit den Kindern des himmlischen Königs zusammenzuleben? Wie habt ihr euch auf das Gericht vorbereitet? Habt ihr mit Gott Frieden geschlossen? Versucht ihr den Menschen in eurer Umgebung zu helfen? Euren Familienangehörigen, euren Nachbarn, allen, mit denen ihr in Berührung kommt und die die Gebote Gottes nicht halten? Bedenke, ein Glaubensbekenntnis ist wertlos, wenn es nicht im täglichen Leben praktiziert wird. Gott weiß, ob wir sein Gesetz wirklich halten. Er weiß genau, was wir tun, was wir denken und sagen. Sind wir bereit, dem König zu begegnen? Wenn er in den Wolken des Himmels mit Kraft und großer Herrlichkeit kommt, werdet ihr dann sagen können, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns helfe. Allen, die dies sagen können, wird Christus sagen, kommt, höher herauf. Auf dieser Erde habt ihr mich geliebt. Ihr habt meinen Willen gerne getan. Jetzt dürft ihr in die heilige Stadt hinein und bekommt die Krone des ewigen Lebens. Wie viele von uns könnten auf Gott schauen, wenn es uns möglich wäre, so in den Himmel aufgenommen zu werden, wie wir jetzt sind? Wie viele von uns könnten auf Gott schauen? Wie viele hätten ihre Hochzeitskleider an? Wie viele sind ohne Flecken, ohne Runzeln oder dergleichen? Jetzt haben wir Zeit zum Waschen und Bügeln. Zeit, unsere Kleider, unseren Charakter im Blut des Lammes zu reinigen. Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Sollten wir nicht unsere Sünden fahren lassen? Ich bitte euch, Brüder und Schwestern, arbeitet ernstlich darauf hin, euch die Krone des ewigen Lebens zu sichern. Der Lohn wird den Kampf mehr als aufwiegen. Die Mühe wird sich lohnen. Im Rennen, in dem wir laufen, kann jeder die angebotene Belohnung bekommen. Die Krone des ewigen Lebens. Ich möchte diese Krone haben. Ich beabsichtige, sie durch Gottes Hilfe zu bekommen. Ich beabsichtige, an der Wahrheit festzuhalten, damit ich den König in seiner Schönheit sehen kann. The Lord is coming. Are you ready?